Grüße. Ja, meine Frage, wie würden Sie denn bisher jetzt Bilanz ziehen? Seit 1. Juli gibt es ja diesen verpflichtenden Hundeführerschein für sogenannte Listenhunde, wenn auch mit Übergangsfrist. Was ist Ihre bisherige Bilanz? Also 880 Hundebesitzer haben schon so einen Hundeführerschein gemacht. 160 Anmeldungen haben wir noch. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass in den ersten 3 Monaten fast 1000 absolviert sind. Ich muss sagen, das übererfüllt meine Erwartungen eigentlich. Wenngleich natürlich klar ist, dass die, die jetzt den Hundeführerschein gemacht haben, sicher die sehr braven Hundebesitzer sind. Und deswegen machen wir jetzt auch gemeinsam mit der Polizei und mit der MA60 eben die Kontrollen, wo Leinenpflicht, Maulkorb, das Chippen, aber auch natürlich der Hundeführerschein kontrolliert werden. Weil ohne Kontrollen wird das Ganze nichts bringen. Jetzt habe ich vor kurzem eine Geschichte gemacht, ist dann herausgekommen, dass es eigentlich überhaupt keine Auflistung gibt über die Rassen, die tatsächlich beißen. Die Polizei hat keine, die Krankenhäuser haben keine, niemand hat eine. Was hat Sie damals so sicher gemacht, zu sagen, dass 5% der Hund für 25% der Bisse verantwortlich sind? Also wir haben sehr wohl eine Statistik von der Polizei gehabt, aber ich meine, es gibt erstens einmal die Erfahrungen aus Deutschland, die das ja in 12 Bundesländern noch wesentlich strenger geregelt haben als wir hier. Dann wissen wir einfach von den schweren Unfällen. Das Problem ist halt einfach, wenn ein Hund so eine große Bisskraft hat, ja, dann ist es nicht eine kleine Verletzung, sondern kann eben bei kleineren Menschen schon tödlich enden. Und diese Hunde, die wir da auf der Liste haben, sind auch solche, die vor allem gern andere Hunde attackieren. Und das ist auch ein großes Problem. Also wir haben auch viel Zuspruch von Hundebesitzern gehabt, die gesagt haben, ja, sie finden, das ist ein guter Schritt. Also ich glaube, der Hundeführerschein, wir haben ja auch eine Volksbefragung dazu gemacht, ist an sich unbestritten und wir versuchen ihn jetzt schnell und rasch umzusetzen. Sie sagen zwar, der Hundeführerschein an und für sich ist unbestritten. Jetzt sagen alle Experten, auch die, die mit der Hundeausbildung zu tun haben, da kommt die Rettung. Ich hoffe, wir stehen noch nicht im Weg. Ich glaube schon. Warte, da kommt die Rettung. Nein, geht ihr. Ah ja, kommt der vorbei. Jetzt sagen die aber prinzipiell alle, Hundeführerschein kann man schon machen, aber eigentlich dann für alle. Kommt sowas nach der Wahl? Nein, also es ist jetzt nicht geplant, den Hundeführerschein für alle zu machen, weil ich auch wirklich nicht einsehe, warum jetzt ein ganz kleiner Hund, also ein Pudel zum Beispiel, gleich behandelt werden soll wie ein Dogo Argentino, der ein argentinischer Kampfhund ist und dort irgendwie für die Bewachung von Rindern eingesetzt wird. Also ich meine, das sind einfach für mich zwei Welten, deswegen haben wir uns zu der Vorgangsweise entschlossen, die es übrigens in vielen anderen europäischen Ländern auch gibt. Und wir haben jetzt diese Woche morgen auch Experten aus Berlin und aus Hamburg eingeladen, wo wir über ihre Erfahrungen mit dem Hundeführerschein sprechen und die eine sehr gute Bilanz auch präsentieren, die sehr zufrieden sind mit den Ergebnissen. Danke. Lass uns lesen, heilen, denken. Ach, Thomas, schau, das ist meins. Warte, stopp. Warte, sitz hier nieder. Nein. Warte, sitz hier nieder. Komm, sitz hier nieder. Gib mal Ruhe. Deine Maus. Schau, was. Hoppala. Ja, perfekt. Hast du getippt? Stimmt das, Lara? Es ist jetzt sozusagen der Anfang einer solchen Schwerpunktaktion, weil es ja seit 1. Juli diesen verpflichtenden Hundeführerschein für die sogenannten Listenhunde gibt. Wie oft kann denn die Polizei aufgrund ihrer viel zitierten personellen Situation überhaupt solche Schwerpunktaktionen in der nächsten Zeit machen? Wir haben das Tierhaltegesetz als einen Teil unserer Aufgaben mit zu betreuen und wir haben einen inhaltlichen Schwerpunkt gesetzt für diese Woche und werden im Rahmen des Streifendienstes jeden Tag darauf achten, schwerpunktmäßig in dieser Woche, aber natürlich auch außerhalb dieser Zeit, dass diese Vorschriften eingehalten werden. Jetzt ist natürlich meine Frage, es hat ja an die Polizisten verschickt gegeben, so Bilder, damit sie überhaupt diese so Listenhunde erkennen. Sind jetzt schon alle eingeschult? Wissen die jetzt schon einen Unterschied zwischen Mastiff und Dogo Argentino oder so? Wir haben die Informationen entsprechend verteilt und wir können davon ausgehen, dass die Polizisten wissen, was ihre Aufgabenstellung ist und was sie zu tun haben. Und es gibt, so wie überall, Abgrenzungsfälle und da stehen uns die Experten der zuständigen Fachabteilungen des Magistrates zur Verfügung. Der Polizist hat die Erstfeststellung zu treffen. Im weiteren Verfahren wird dann mit Hilfe von Sachverständigen geklärt, um welches Tier es sich genau handelt. Das heißt, das im ersten Einschreiten genügt, eine Erstbeurteilung vorzunehmen. Unsere Erfahrungen zeigen, 95% sind vernünftig und wirken mit und geben die entsprechenden Auskünfte und das lässt sich alles im Gesprächswege sofort erledigen. Und dann gibt es ein paar Fälle, wo man eben den Leuten sehr nachdrücklich sagen müssen, dass sie hier mitwirken und im Zweifel wird eben angenommen, dass es sich hier um einen Verstoß gegen die Vorschriften handelt und dann wird das im Verfahren entsprechend abgeklärt.